Ich habe keine Ahnung, keinen Schimmer, keinen leisen Dunst. Ich irre immer wieder ein wenig umher, aber ich habe auch so viele Seelen, da fällt es mir schwer, mir zu sagen, wo ich genau hin soll mit meinen Seelen. So. Aber irgendwo muss doch die Pyromantin sein. Ja, ich bin mal wieder bei dir. Hast du irgendwas? Zeig mir. Nein. Nein, 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 nein. Was ist das? Straffesseln. Was? Ach, das ist die Rüstung von dem Boss, den ich getötet habe. Den einen mit der Urseele oder so. Mit dem. Bei dem alten Leuchtfeuer da. Also scheint der hier immer mehr Waren zu kriegen, je nachdem wie viele unterschiedliche Gegnertypen ich platt mache. Always open for business. Ja, ja, ja. Immer offen für Business. Aber wo ist die Pyromantin? Die wollte doch herkommen. Ich hätte gedacht, das Zelt nimmt sie sich, aber... offenbar nicht. Oder hier oben? Hat sich hier oben was getan? Nein, immer noch nur der Eid. Stein. Ich weiß aber nicht genau, welcher Eid. Am liebsten würde ich wieder den Sonnenlichtaltar-Eid nehmen, wie aus Dark Souls 1. Wo man belohnt wird, dafür andere zu helfen, mit dem weißen Symbolspeckstein, wenn man sich rufen lässt. Aber ich weiß nicht, unter welchem Namen der hier bekannt ist, oder wo der ist, oder wie der anzutreffen ist und all sowas. Aber egal, ich habe erstmal ein paar Sachen. I'd give you up. Reparieren. Die Ringe. Nur 3000 Seelen lässt sich machen. Dank euch kann man nämlich in letzter Zeit wieder mehr, sag ich mal, retten. Jetzt sieht die 3000. Pfeile über... ja, nur so wenig. Mache ich hier mal ein paar mehr. Ja. Mache ich auch noch mal ein paar mehr. Kann nicht schaden. Und immer noch nichts Neues hier. Ja. Verstärken. Also mein Feuerschwert geht nicht. Das andere, was ich hochgebracht habe, auch nicht. Große Titanitscherbe. Titanitscherbe an sich habe ich 2 Stück. Was mache ich damit? Ich könnte meinen Bogen verstärken. Ach, die leichte Armbrust. Ah, siehst du mal. Siehst du mal, siehst du mal. Habe ich ganz vergessen. Die habe ich ja schon auf 4. Warum vergesse ich sowas? Das ist doch fundamental wichtig. Der Schaden ist eigentlich wurscht, aber das, was du abhältst, ist natürlich interessanter, dass man das hochkriegt. Das hier geht nochmal eine ganze Ecke höher. Keine Ahnung. Ich wollte doch, glaube ich, eine bestimmte Waffe nochmal hoch trainieren. Leichte Armbrust habe ich ja, das, die 2 Schwerter habe ich. Ich wollte hier irgendein größeres Schwert mal machen. Ach hier. Dafür brauche ich 20 Geschicklichkeit. Das ist ja Trang Lake Schwert. Bastard Schwert. Das Trang Lake Schwert wollte ich haben. Das hier braucht ganz schön viel Stärke. So viel Stärke wollte ich nicht. Glitzerndes Titanit. Na, warum nicht? Mache ich das mal hoch. Strong Lake Schwert. Und würde ich sagen... was ist das hier? Große Keule. Brauche auch Stärke. Ich habe schon so viel Stärke. Warum habe ich so viel Stärke? Ach, wegen dem Schild. Genau. Ganz vergessen. Was brauche ich hier für Titanitscherbe? Ich habe das schon auf plus 1. Das ist immer mein reguläres Bossschild. Das kann nicht schaden, wenn das höher kommt. Hier Magie, Feuer und all etc. Bereich. Magiemäßig hat es mir auch besser geholfen als das Holzschild. Das Holzschild ist ja nur gegen bestimmte Angriffstypenarten gut gedacht oder zur Schonung meines Hauptschildes. Also ist das schon mal so weit nicht so schlecht, dass ich das so gemacht habe. Ja, jetzt muss ich erstmal... I'll be around, if you make it back. If you make it back. Ja, ich make it weiterhin back. Ach, komm. Ich muss... Is that a sh... Here,
to see light, however faint. Ja, ich habe eine Schärpe. Schön zu wissen. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich kann nicht jedes Mal 20 Minuten hier rumgammeln. Ist das Flakon verstärkt? Schön, aber noch nicht habe ich, glaube ich, nicht. Genau. Aufsteigen. Geschicklichkeit. Auf 20. Ach so, hat genau exakt gereicht, natürlich. Machen wir das mal so. Weg mit dir. Ausrüstung. Dann hatte ich das normale Schwert. Da könnte ich ja jetzt das hier nehmen. Genau, jetzt habe ich nämlich das Feuerschwert und das ist jetzt nämlich mein Ersatz-Notschwert. Wo ist denn das? Das plus 4, das habe ich plus 5, aber wo ist das plus 4? Ah hier, das hier. Du bist dann mein Ersatzschwert, falls das Strong Lake-Schwert kaputt geht oder mein Flammenschwert. Wobei, wenn das Flammenschwert weggeht, dann nehme ich halt das andere. Aber wurscht, ich bin soweit ausgerüstet. Ich habe die Pyromantin jetzt nicht gefunden. Ich würde gerne einfach so zurückgehen, aber... Ich gucke jetzt erstmal nach. Oh, schön, ein Einhandschwert. Gucke ich mir mal genauer an. Sieht schön verarbeitet aus. Simples, einfaches Schwert mit einem schönen, breiten Griff. Hat auch bestimmt gut Gewicht. Muss ich halt noch rausstellen, wie gut es auch im Kampf ist. Das sah nach einem starken Angriff aus. Da ich jetzt aktuell wieder nicht so viele Seelen habe, kann ich den erstmal schonen, den Ring. Und wieder den nehmen. Ausdauer regenerieren. Finde ich momentan besser. Ja. Nehme ich lieber Ausdauerregeneration. Ich will mal gucken, was mit der Pyromantin ist. Kann ja nicht sein, dass jetzt hier Schicht im Schacht. Wupp. Hänge ich fest. Und der Kämpfer hier ist weitergekommen. Hey, du bist noch gar nicht weitergelaufen. Die Tür ist doch offen. Die war wirklich versteinert. Was sagst du dazu? What? Clearing the way was your doing, was it? Didn't think you had it in you, pal. No. That's not like it sounds, no. It was a pleasant surprise, that's all. Name's Ben Hart. Thanks to you, I can resume my journey. If we share the same path, I'm sure that we are gonna meet again. I'll repay my debt to you in battle. I swear it by my sword. The road ahead's gonna be long, but I'm here to help. Ja, dein Schwert gefällt mir. Gib's mir. I am in here as a true man who honors his debts, and I'll see mine paid. I swear it by my ancient sword. Ah, ich kann eine Geste lernen. Freude. Wie mehr nicht? Ist das true? I swear it. Okay, hoffe ich doch. Aber unsere Kollegin hier ist nicht da. Nicht hier. Okay, dann werde ich erstmal wieder zurück zu dem Leuchtfeuer gehen. Boah, ist heute wieder eine Wärme. Ich gehe hier auch noch kaputt. Früher oder später rafft's mich dahin, dann ende ich hier als Pfütze. Bestimmt so 50% Wasser, 50% Kaffee. Weil ich so viel Kaffee-Intus habe. Garantiert. Apropos Kaffee. Ich könnte nochmal einen Schluck. Aber während ich am Laufen bin, das kostet noch Zeit. Aber wo ist sie hin? Die hat gemeint, sie kommt nach Majula nach. Ich glaube nicht, dass die da oben irgendwo ist. Da ist ja nichts, was irgendwie geeignet wäre für eine Pyromantin, oder? Oh, halt, da unten? Nee, das ist nur ein Blutfleck. Ich guck nach, wo sie ist. Ich will das jetzt wissen. Ich will das jetzt wissen. Irgendwo muss sie ja sein. Da unten hockt sie auch nicht. Life is a journey. And every journey eventually leads to home.
Do you see the way beyond the bonfire? You... Ja, wieder nichts Neues. Das... In a rush, are we? Zerschlissen. Okay, ich habe jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr auf das Frontbild geguckt. Bin mal gespannt. Oh, warte mal. 100, 1000... 144.083.451 Tote weltweit schon registriert. Visionen von Tod, aber nicht aufgeben. Ja, das müsste man eigentlich schon teilweise glatt mal positiv bewerten. Eigentlich ja. Ach, ganz vergessen. Oder fast beinahe vergessen. Ich wollte doch hier... Ja, buy something. Ich buy doch something. 3 Stück. Danke. Ich habe, glaube ich, 4 beim Bosskampf vergessen. Nein, ich wollte auch hier noch... nein, ich wollte... Mehrwurfmesser holen. Ach. Jetzt habe ich nur 2. Verdammt. Okay. Sind wenigstens alle Seelen weg. Zauber einstellen habe ich nicht. Verbrennen. Mal gucken. Nö, nicht wirklich was. Reisen. Hier unten haben wir schon gut aufgeräumt. Ich weiß nicht. Ich mag diesen verfluchten Ort nicht so wirklich. Ich mache was anderes. Ich nehme den hier. Da ich ein paar Lebenssteine habe. Und eigentlich wenig Seelen habe, um viel zu verlieren. Habe ich so gesehen, technisch gesehen, wenig zu verlieren. Und da ich wenig zu verlieren habe, werde ich... Geronimo! Schimmernder Lebensstein. Wenn da meine Latte durchbricht, unplanmäßig, und ich sollte dann wohl lieber drauf gefasst sein, das volle Leben zu haben, riskiere ich lieber nicht, auf eine Planke zu springen mit halbem Leben, nur weil es aussieht, als ob ich kaum was verliere. Ich kenne Dark Souls, dann bricht so ein Ding durch. Pharaos Wahrheitsverstärker, mal wieder. Da gab es doch noch einen auf meinem Weg, da könnte ich auch wieder hingehen und das Ding mal einfügen. Nachricht lesen, falle deshalb Rückzug. Ja. Aber inwiefern ist die Falle geschuldet? Ich glaube, das Ding da drauf, da sollte man nicht springen. Das geht kaputt und weg ist man. Deswegen probiere ich was anderes. Ich probiere es. Nein, ich wollte... Haha. Giftiges Moos. Ich wollte hier rüber springen. Ich habe es geschafft. Was sagt ihr dazu? Hallo? Da ist eine Leiter. Die bringt mich dahin. Da unten ist noch was. Geht's auch weiter? Ich hab's erstmal hierhin geschafft. Ich guck mich erstmal hier um. Heiligengrab. Ein Leuchtfeuer. Wer hätte das gedacht? Also kommen wir schon mal ohne Schäden runter und wieder raus. Hab ich da gerade jemanden lachen gehört? Hallo? Als grauer Geist gerufen. Was? Was? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin in einer Art, Dingens? Welt von Paiko gerufen. Paiko. Oh, Ratten. Wow, was sind das für Viecher? Was zur Hölle? Warum haben die Ratten nur mich angegriffen und nicht ihn?
Also Art PvP-Gebiet, wa? Ja. Auroros. Keine Ahnung. Ich hasse dich. Ich erlöse dich. Rundumschlag, okay. Ich weiß ja jetzt, dass hier irgendwelche Ratten auf mich fliegen. Da. Die auch so eine Versteinerung drauf oder was? Kommen die hier unendlich oder wie? Was ist das für ein Ort? Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Zwerg wird benötigt. Schon wieder was mit Zwerg wird benötigt. Große Seele eines namenlosen Soldaten. Okay. Kommt man da rein? Von da oben natürlich. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Okay. Das scheint massiv zu sein. Ich glaube, mit meinem Feuerschwert habe ich hier bessere Chancen. Wieder ein Lachen. Ich hasse dich, weil ihr so lachen tut. So, das hast du verdient. Kleiner, kletterseitiger Stein. Wow! Wow! Erschrocken. Und ich schmelze weiterhin in der Sonne. In dieser Wärme des Tages. Schmelze ich dahin. Ich glaube, hier ist tot. Hurra für Zufluchtsort. Feindliche Horde. Was? Ah, Wahrheitsverstärker. Ich habe, glaube ich, 3 Stück eingesammelt. Also kann ich ruhig mal riskieren. Okay. Scheint irgendwas abzuwischen. Wenn irgendwas irgendwie nicht so gut läuft, hä? Oder wenn man brennt, kann man vielleicht hingehen. Wie, noch einer. Oh Gott, nein. Ah ja, gerade eben habe ich doch nach hinten geguckt, da war keiner so nah an mir dran. Das hat im ersten Teil von Dark Souls noch gefehlt. Verfluchte Ratten. Wie, noch einer und noch einer und noch einer und noch einer. Gibt's doch bestimmt auch. Bestimmt auch negative. Also nicht lohnende. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Also wenn es so viele gibt, ich weiß nicht. Wow! Ach, man kann bestimmt hier bei einigen dann solche Löcher zumachen, gell? Das macht das bestimmt nur das Loch hier oben zu, oder? Ja, nicht alles ist gut. Ah, jetzt habe ich hier so einen Geruch dran, hä?
Wenn ich da durchlaufe, bringt das bestimmt hier so Gerüche mit sich. Ach, das sitzt meine Dingens. Das ist Säure wahrscheinlich. Greift meine Rüstung an. Ja, fast kaputt. Schande. Ich hab gewusst, hier ist nicht alles Glück und Gold, was glänzt hier. Ist nicht einmal alles gut. Da hinten ist noch eine Seele. Oh, Gott, das Unsichtbares. Nö. Hä? Kam so vor, als ob ich gegen das eine oder andere gelaufen bin. Flüstern der Verzweiflung und Fackeln. Ah, noch mehr Ratten. Kann mir keiner sagen, dass die nicht leben. Wollt mich doch verarschen. Die sehen doch so aus, als ob die jeden Moment losspringen. Ah. Trau dem Frieden nicht. Du siehst auch mal gut aus. Hm. Da kommt schon. Erwacht. Ja, klar. Offensichtlich. Wenn ich... Oh, nee. Bestimmt noch mehr hinter mir, hä? Aber bestimmt, wenn ich das aufhebe, ha? Giftiges Moos. Okay. Und hier ist zu. Mann. Mann. Dieses Gebiet ist irgendwie schrill. Merkwürdig schrill. Es ist unten kam Wasser. Loben. Ich glaube, der aktiviert das, hä? Der aktiviert das. Das könnte auch sein, dass einer von denen unsichtbare Wand öffnet. Und einer aber gleich alles drei ist. Ich habe keinen Plan. Keinen Plan. Ja, wenn hier nichts kommt, fresse ich einen Besen. Da unten sehe ich doch schon die Ratten. Oh, nein, verdammt. So war das geplant. Verbindung, Steam. Offline-Modus. Okay, würde ich sagen, ist das schon Grund genug für mich, an dieser Stelle erstmal eine Pause zu machen. Danke fürs Einschalten. Wir machen an derselben Stelle weiter und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht und was noch alles auf uns zukommt, außer diese komischen, verseuchten Fluchratten oder so, aber Steam wollte nicht mehr, dass ich weiter erforschen tue. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Euer Sushi. Ciao, ciao.